So, hallo und herzlich willkommen zurück, liebes Let's Play-Universum, natürlich zu dem Spiel Mafia Nummer 3. Gut, wir sind natürlich immer noch auf dem Weg River Row für Vito ein bisschen mehr und mehr, ich sag's nochmal, zu erobern, wie immer man das auch hier ausdrücken möchte, an sich zu reißen, Macht auszuschöpfen. Ach ja, jetzt werden wir die. Nee, das schaffst du nicht. Jetzt ruft der nächste Zeuge die Polizei. Das ist ein Teufelskreis. Das ist ein einfacher Teufelskreis. Der so einfach ist, weiß ich auch nicht, aber ist egal. War ein bisschen viel Verkehr hier. Ist halt echt zu weit weg. Wieso nehmen wir denn. Was ist. Was? Was ist denn hier? Wieso will ich denn hier hin? Bekloppt? Buh! Burns! So, fahren wir direkt hier hin und dann haben wir das. Was, hier hin? Ich finde die Funksprüche immer noch zu krass. So! Dann wollen wir mal. Ach, hier kannst du. Hier kann er rüberspringen, das ist schon mal sehr gut. Oh, hier läuft ein Polizist rum. Soll er mal. Ist hier eine Tür? Ist das eine Tür? Kann man die auch machen? Ne, das scheint keine Tür zu sein. Das ist. Was habe ich da gehört? Ne, ist immer noch der Uhu. Gut, Tür. Oh, Tür. Ich brauche Tür. Da ist Tür. Oh, das ist offen. Hallo? Allora. Oh, hier geht's runter. Hui. Voll der Untergrund. Was geht denn hier ab? Schnapsbrennerei oder was? Oh, die hat auch wieder volle Munition. Krass. An alle Einheiten. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Ich wiederhole. Suche einstellen und Streifendienst fortsetzen. Was? Also, sehr seltsam, was hier ist. Zu spät. Auch zu spät. So. Auch wenn ich jetzt dachte, wir wären jetzt voll im Eimer. Was denn hier? Was? Achso. Notiz. Repariere das verdammte Boot. Wenn der Motor zu qualmen beginnt, kann ich gleich einen Scheinwerfer auf mein Boot richten. In diese Situation will ich mich nie wieder bringen. So sieht's aus, Mann. Genau so. Repariere mein fucking Boot. So, die Dinger bringe ich gleich zum Exploden. Nicht wahr? Erstmal hoch. Deinesgleichen gehört hier nicht hin. Verdammt. Gar nicht. Hab ich. Was ist los, Jungs? Hier ist eine Tonne. Geil. Duck dich. Keine Leiche mehr auf seinem Konto. Wir haben eine Meldung über einen bewaffneten Schwarm. Suche Schutz. Männlich in River Row. Was? Schau doch mal nach. Er hat meinen Mann verloren. Die ganze Scheiße. What? Spritze. So. Haben wir das auch. Heute ist ein Todestag. Spricht denn da? Ich hab da alles schon erledigt. Was hat er denn? Ah, 500. Der Geschäftsboss. Du hast genug Schaden angerichtet, um den Boss aus seinem Versteck zu locken. Wenn du bereit bist, ihn auszuschalten, geh zu deiner Kontaktperson und besorge dir mehr Informationen. Wenn du erst
mehr Geld verdienen willst, kümmere dich um die verbleibenden Vollstrecker und Sonderziele. Vergiss nicht, dass jeder Vollstrecker, den du am Leben lässt, später an deiner Seite seines Bosses kämpfen wird. Ah, gibt's hier noch jemanden? Er ist nicht hier. Verflucht. Was? Kommst du denn her? Schätze, ich sollte es an einer anderen Stelle versuchen. Oh, da war aber knapp. So. Ich wiederhole, Suche einstellen und Streifendienst fortsetzen. Ich will auch mal zu gern wissen, wer mich hier unten gesehen hat. Als Passant wohlgemerkt. Na, kletter hoch hier. Oh, ich habe keine Medizin mehr. Jetzt muss ich nicht mal aufpassen. So, wie komme ich denn jetzt wieder nach oben? Ganz einfach. Den gleichen Weg wieder zurück, wo wir hergekommen sind. Hätte ich jetzt mal so salopp gesagt. Wie ein Fisch im Wasser. Sonst gab es hier wirklich nichts. Na gut. Will ich euch mal glauben. Ja, hoch mit dir, Clay. Ja. Was war denn jetzt unser Auto? Keine Ahnung. Ist auch egal jetzt. Oder? Ich hätte gern. Oh, So. Die Schlonette des Cabrio. Fährt hier um diese Uhrzeit kein Cabrio lang oder was? Was ist denn hier los? Ne. Komm, nehmen wir jetzt hier das kleine Ding in da. So, haben wir jetzt wirklich genug? Rede mit Conny DeMarco. Und das andere war? Rede mit Jock Blanchett. Okay, gut. Aber für den müssten wir ja noch hier und das ein bisschen alles machen, ne? Ich wähle schon mal aus. Hier ist einmal nur hoch. Ne, dann ist das näher, glaube ich. Nehmen wir das. Und nehmen hier die geile Karre. Ja toll, jetzt kommt so ein Cabrio angefahren. Der Cabrio hinterher, schnell! Ich brauche Cabrio, nicht diese Nussschale. Warum auch nicht? So. Ey. Mal probieren. Ja, jetzt war direkt drin, ne? Direkt drücken können, du Quatsch. Vorhin nicht. Verspreche ich euch. Entweder ihr Jungs bringt das in Ordnung oder die gesamte Gewerkschaft geht mit mir baden. War das deutlich genug? Ja. Wir kennen ja deine Paranoia, ne? Wer auch immer das war. Oh, ich sehe ein Playboy-Heftchen und so ein Plakat, glaube ich. Wow, die. Ja, die haben wir mal eben gut weggefetzt, ne? Stehst im Weg. Wer sagt, oh, das gibt's ja gar nicht. Was ist los mit mir? Boah. Unglaublich. Ja, ein bisschen runterkommen jetzt. Habe ich eigentlich genug Teile? Ja. 14 Stück, das würde wohl reichen. Immer schön den Sender da anbringen. Pilz Dr. Retto. Sieht aus wie ein Haufen Scheiße, ist aber ein Ehrenmann. Wir sind alle schon.
Witzig. So, ich glaube, ich habe ganz viel Knete. Ach, falscher Knopf, auch falscher Knopf. So, wo ist denn der Consul Giri? Kommt der jetzt oder was ist los hier? Schick mir mal jemanden raus nach River Row wegen der Kohle. Etwas Geduld, bin sofort da. Was ist das denn? Ach, das ist schon da. Boah, das ging ja. Das ging ja fix. Bin unterwegs. Melde dich, wenn du mich brauchst. Mach ich, Schätzelein. Super. Wo sind die? Du treten verboten, Bruder! Shit! Wenn ich trecken, hilft nicht! Lauf doch! Lauf! An alle Einheiten! Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Ich wiederhole, Suche einstellen. Hör mal, du Hornochse, ich bin auf eurer Seite! Weh, du rufst die Bullerei, du. Ein mächtiger Gott, das ist eine Granate! Und noch eine Kerbe! Der hat einen Arbeiter erschossen, ist der doof, ey. Oh, da oben ist auch noch einer. Verdammt! So schnell war ich jetzt nicht. Doch nicht Iwo Jima überlebt, um hier zu sterben. Was hast du überlebt? Ich geh in Deck. Bist du also? Ich weiß nicht, wie man hier aufnehmen kann. Da drüben! Er schießt den Was? Aber ich hab auch nichts mehr an. Ja, stimmt, da hätte ich auch mal wieder drauf achten sollen, ne? Verdammt! Lololololol. Was? Jetzt komme ich direkt hier rein? Was? Ich kenne die Tür gar nicht. Naja. Man nährt nie aus. Guten Tag. Ich verstehe nicht, welcher Idiot seinen letzten Kampf in einen alten Vergnügungspark verlegt. Nach allem, was ich gehört habe, hat Richie nie einen Preis für besondere Hirnleistungen gewonnen. Ja, trotzdem. Was machen wir hier, Mann? Sal lässt sich mit diesem weißen Wichser ein und der verliert prompt einen ganzen Teil der Stadt. Sal ist da an etwas Großem dran. Sieht aus, als wären Richie und der alte Sammy bloß kleine Figuren gewesen. Da oben läuft auch noch einer. Was immer da läuft, das ist weit oberhalb unserer Gehaltsklasse. Teilt ihr euch jetzt mal auf oder seid ihr da rumschnacken? Na, wen haben wir denn da? Da, ich hab schnappt ihn euch! So, das sind schon mal zwei weniger. Wissen die anderen, wo ich bin? Mehr oder weniger. So. Ja, Wachposten alarmieren, ist mir egal. Was sollen die machen? Oh, was haben wir denn hier? Als Gewerkschaftsmitglied hast du folgende Rechte. Das Recht auf einen sicheren Arbeitsplatz. Das Recht auf Bezahlung für Überstunden. Das Recht auf Interessenvertretung durch die Gewerkschaft. Das Recht auf Altersrente und andere Vorteile. Das Recht, dich ins Knie zu ficken. Handschriftlicher Zusatz. Ja. The right to go fuck yourself. Da nimmt's wohl nicht jemand so genau mit der Gesellschaft. Gewerkschaft. Gesellschaft. So. Haben wir mal eigentlich wieder eine schusssichere Weste. Komm und hol mich, Junge. Ich geh in Deck. Diese Waffe brauch ich. Jetzt bist du erledigt. Mal sehen, was das Hello? Baby so alles kann. Nicht so. Komm alle dran. Er hat mich erwischt. Ich habe meinen Mann verloren. Verdammt, nein. Oh.
Das ist eure Verstärkung? Das ist ein Witz. Hab einen entdeckt, Jungs! Das ist nur einer. Er ist hier drüben! Der Wichser hat Glück gehabt! Von unseren Jungs. So. Was? Wo denn? Bin ich jetzt so blind? Die sehen noch nicht mal was auf dem Radar. Ist ja seltsam. Ah. Ja. Wo seid ihr? Oh, Medizin. Ich finde heraus, mit wem wir es zu tun haben. Alles wieder voll. So, und natürlich auch noch ein bisschen. Geht mir aus dem Weg! Arznei. Was haben wir denn hier? Versuch. Ja. Was? Was hat denn? So, jetzt ist aber mal Schluss. Home Run. Hier! Hier drüben! Oh, oh, das war jetzt nicht so gut. Ich muss nachladen. Er lebt nach. Holt ihn euch. Ich ja, das war jetzt total dämlich. Oh, das war echt total dämlich. Werden, oder? Ja, das ist gut, dass ich vorher eingezahlt hatte. Von daher ist das jetzt auch nicht so schlimm. Diese blöde... Wie heißt es? Verstärkung. Gator sollte nicht mit ihr ausgehen. Punkt. Gib's auf. Sie hat dich verlassen. Es ist aus. Ja und verflucht doch mal. Muss sie jetzt. Es ist nicht dein Ernst jetzt. Na klar. Ich meine, nein. Bereit machen. Schnappt ihn euch. Ist. Nicht da wahr. Drüben, macht ihn platt! Gute Nacht! Boah! Solange ich zwei gesunde Hände habe, geht das auch so. Das haben wir schon gelesen. Ja, war hier sonst noch irgendwas Wichtiges? Nö. Natürlich. Was denkst du denn, ey, zur Muschi geworden? Ist da jemand? Nein! Überhaupt Sieh nicht. Sieh nach, ob er dahin zurückgegangen ist. Ich beschanze mich. Da bist du also. Da macht jemand Überstunden. Hä? Ah. Er ist in der Nähe. Hat ihn gesehen. Weiß, schau mal da drüben nach. Scheiße. Okay. Da. So, ja, den haben wir schlafen geschickt. Ansonsten gibt's hier oben nichts mehr, ne? Versuchen wir es hier drüben. Guten Tag. Verdammt, was soll das? Nicht so. So. Jetzt die Arznei. Natürlich auch noch mal ein bisschen Munition.
Was? Nee, komm bloß nicht. So. Hier ist auch noch was Geld drin. Wenn es auch nicht viel ist, ist egal. Geld ist Geld. Ein Schuss, ein Treffer. So muss das sein. Da ist er, sein komischer kleiner Wagen hier. Ist er hier drüben? Egal, wo der gerade nachsucht, nachschaut. Es kann nur falsch sein. So. Wow, jetzt habe ich mich aber doch gerade ein bisschen erschreckt. Wo ist er denn? Ach. Du reagierst aber früh. Oh Gott. So, jetzt haben wir doch. Jetzt sind wir endlich fertig. So, zu wem fahren wir denn hier zuerst? Zu einem fahren wir hier. Jetzt fahren wir noch mal kurz zu dem hier. Wenn wir denn mal ein richtiges Auto erfinden. Oh, ich hab's heute echt. Ein richtiges Auto finden. Oder boah. Ich kann einen laufen. Ja, geil. Komm, lauf. So, zwischendurch. Vor allen Dingen so ein paar Schlipsträger. Ja, genau. So. Haben wir was gegen Schlipsträger? Nein. Wenn's bloß nicht so weit wäre zum Autokino. Ich guck mir gerne im Freien Filme an. Jetzt zieh dich aus, dann bist du auch frei. So! Wunder, dass Toretto nicht draußen auf der Straße ist und dich persönlich jagt. So, ja, wir haben alles, was wir wollten. Und deshalb können wir weitermachen. Toretto soll unten bei der Dockarbeitergewerkschaft sein. Will anscheinend wissen, wer verhindert hat, dass seine Leute Beiträge einsammeln. Glaubst du, er hat Greco gesteckt, was los war? Nee. Wie ich Andy kenne, würde er Greco sicher am liebsten unter der Erde sehen. Gleich neben dir. Aber er ist ein Schisser. Und wenn er eine Aufgabe hat, dann zieht er sie auch durch. Die Lage ist überall beschissen. Und es kommt noch schlimmer. Jock sagt den Jungs, dass es bald wieder Arbeit gibt. Du hast Toretto gerade genug angepisst, dass er wieder bei der Gewerkschaft ist. Du musst dich um ihn kümmern. Jawohl, wird gemacht. Aber wir haben ja noch einen hier. Und zu dem fahren wir noch. Und dann machen wir Feierabend. Hier eine Störung. So. Nee. Ah, oh. Guck mal hier, hier gibt's doch. Ach, hier waren wir doch schon mal drin. Ja. Komm mal rein. Die Polizei wird sich um euch kümmern. Wer? Also. Ball flach halten. Nee, hier war das nicht. Hier war das, glaube ich. Ja genau, tritt einfach mal die Tür ein. Nimm mal die falsche Seite. So. Und natürlich noch die Einnahmen mitnehmen. Oh, der hat mehr dazu verdient. Vorher waren es 25. Jetzt sind es 47. Wow. Das ist irgendwie alles so klein, Kamier. Sind doch nur einfach Kinder. So. Jung, was hast du mir zu sagen? Natürlich. Ist dir irgendwer gefolgt? Roy schiebt Panik. Vor Greco? Vor dir? Hab gehört, er schläft jetzt im Lagerhaus. Ist der einzige Platz, wo er sich sicher fühlt. Gut. Das heißt, ich krieg ihn leichter zu fassen. Sobald er erledigt ist, gehen wir rein. Vito kriegt das in den Griff. Du wirst schon sehen. Der kleine Pisser Roy ist zurück im Lagerhaus. Tu, was du musst. Das werden wir und wir werden uns auch direkt in der nächsten Episode nicht den Toretto an die Brust nehmen, sondern, wer ist das hier? Roy DiBido. Gut, liebes Let's Play Universum, ich hoffe, diese Episode von Mafia 3 hat euch auch gefallen, so wie hoffentlich alle anderen, die auch vielleicht ein bisschen verruckelt waren. Wie gesagt, ich versuche gerade wieder mal ein neues Aufnahmeverfahren und ansonsten
lasst mir einen Kommentar da oder auch einen Daumen nach oben, wenn ihr wollt. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Episode wieder, wenn es heißt Mafia 3. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, halt die Ohren steif und nicht vergessen, I came to play.